aufgestellt. Ja. Hallo, liebe Kunden. Frohes neues Jahr, wirklich. Genau. Oh, darf man das sagen? Ja, das ist zwar schon ein bisschen gebraucht, aber darf man das sagen. Ne? Es ist, wenn Sie dieses Video sehen, ist es Mitte Januar, aber wir wünschen Ihnen dennoch von Herzen alles Gute, ein erfolgreiches, gesundes 2017. 2017, genau. So. Ich bin nicht mit guten Vorsätzen ins neue Jahr gegangen, mache es aber gleich auch aus. Falls es Sie stört. Ja, das neue Jahr, was bringt es uns? Was dürfen wir erwarten? Was wollen wir Ihnen mitteilen in diesem Video? Ich glaube, es könnte ein langes Video werden, weil wir so verschiedene Punkte haben, die wir ansprechen wollen und Ihnen zur Kenntnis geben wollen. Lassen wir uns mal überraschen. Also eventuell gibt es einen zweiten Teil dieses Videos. Kündige ich dann aber an. Perfekt. Ja, wir wollen heute ein bisschen unseren Plan für... Oh, warte mal. Wir sind es wirklich. Wir sitzen nur irgendwo. Woanders. Wir sitzen in diesem Fall mal in Frau Münzers Büro. Wir werden Ihnen in diesem Jahr nämlich unsere Büroräume mal insgesamt vorstellen. Bisher haben wir das ja in meinem Büro gemacht. Jetzt sitzen wir bei Frau Münster. Wir werden es ausprobieren, außer auf die Toiletten, da gehen wir nicht hin. Aber alles andere können die Kunden dann vielleicht mal sehen, um auch einen Eindruck über unsere Büros zu bekommen. Genau. Gerade in dem Zusammenhang haben wir noch ein paar Überraschungen. Wir machen noch ein paar verschiedene Settings, genau. Aber das sehen Sie an anderer Stelle. So, okay, auf geht's. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, Jahresplanung 2017 steht, Vergangenheit haben wir analysiert, ist für Sie nicht interessant. 2017 haben wir unter dem Aspekt beleuchtet, wie ist die Marktsituation oder welche Marktsituation ist zu erwarten und wie können wir darauf reagieren, um Sie optimal zu unterstützen und gute Partner zu sein. Im Ganzen glaube ich, es wird keine wesentliche Veränderung geben. Ich fürchte bei Ihnen nicht, bei uns auch nicht. Letztendlich sind wir abhängig von Ihnen. Wenn Sie Umsatzzuwächse haben, haben wir sie hoffentlich auch. Aber ich erwarte da nichts Riesiges. Ich denke, das wird so dahin plätschern wie das letzte Jahr. Und von daher ja, muss man sich überlegen, wie kann man trotzdem noch mehr aus den Märkten herausholen. Und deshalb wollen wir einfach auch mal ein bisschen versuchen, mit Ihnen zusammen Wege, Möglichkeiten zu finden, um sie für uns und für Sie die Umsätze noch irgendwie zu steigern. Das heißt, vielleicht mit neuen Produkten, mit anderen Produkten. Wir haben ja schon angefangen im letzten Jahr. Sie haben es gemerkt, einige von Ihnen, wir bieten Ihnen jetzt auch Rohren und Fittings an, haben da auch gute Aufträge schon gewinnen können. Und Gleiches gilt für die Bahnfracht. Auch neue haben Bedarfe. Schon mal das Video kennen, die Leute. Genau. Ja, genau. Aber auch da immer unter dem Aspekt praktisch genauer hingucken und wir wollen insbesondere Ihnen genauer zuhören. Und deshalb wollen wir Ihnen jetzt mal zeigen, was wir so in unserem Köcher noch an Portfolio haben, was Kunden bei uns bestellen, die vielleicht auch einfach nur im Wesentlichen Serienflansche kaufen, aber im Gespräch dann feststellen, Mensch, ich brauche noch das und das. Und dann merkt man, das haben wir. Und das wollen wir jetzt mal für Sie ein bisschen plastischer darstellen und auch, was wir so da für Planung haben. Und ja, dann steht natürlich das persönliche Gespräch an, aber ja. Dazu können wir erstmal ein bisschen was machen. Ja. Gut, dass Sie Kunden bei uns, das wissen Sie, dass Sie die Flansche in jeglicher Form, in jeglichem Material von uns bekommen können, das wissen wir ja. Alles. Und was Sie vielleicht nicht so deutlich wissen, noch nicht wissen, wir haben es vielleicht auch zu wenig rübergebracht, ja, das sind Spezialitäten. Spezialitäten ist natürlich, was für uns eine Spezialität ist, ist für Sie oder für den einen von Ihnen keine, für den anderen vielleicht schon. Oder was Sie als normal bezeichnen, ist für uns vielleicht eine Spezialität, die wir Ihnen aber auch beschaffen können, vielleicht oder hoffentlich günstiger beschaffen können, als zu den bisherigen Bezugsquellen, die Sie haben. Und das müssen wir einfach mal versuchen herauszufinden. Ja, da werden wir gleich ein paar Sachen vorstellen. Und das Ganze steht halt unter der Maxime, bei gesunkenen Margen, gleichbleibendem Umsatz, wie kann man halt... Sie hohe Ziele setzen und höhere Gewinne generieren. Das wollen wir alle, wir sind Kaufleute. Oder ich nicht, aber ja. Ihr seid alle. Aber auch vielleicht Umsätze genau. Höhere Umsätze genau. Zu generieren und dass Sie uns Sachen geben, an die Sie gar nicht gedacht haben, uns zu geben vorher vielleicht. Genau. Und da können wir Sie unterstützen, indem Sie eben neue Marktsegmente einfach vielleicht für Sie nicht komplett neu, aber wo Sie noch keine
wirklich gute Beschaffung haben, wo vielleicht wir gute Quellen haben und sie dann günstiger oder kürzer oder effektiver anbieten können als ihre Konkurrenten. Also wir wollen sie dabei unterstützen, neue Marktsegmente zu erobern bzw. sich noch mehr zu positionieren. Ja, du hast schon gesagt, Flansche haben wir aller möglichen Art. Wir finden es normal, aber auch da hören wir im Gespräch immer, viele Kunden wissen gar nicht, dass wir es machen. Wir zeigen Bilder davon in den Blogartikeln. Zum Beispiel. Den sollten Sie sich angucken dann. Genau. Zum Beispiel Long Welding Neck Flansche. Wie heißen die in Deutsch? Long Welding Neck? Ja, wie heißen sie auf Deutsch? Da hat mir jemand neulich einen Namen gesagt, das werden wir herausfinden. Wir machen auch ein Foto davon. Dann haben wir beispielsweise. Flanschstutzen. Flanschstutzen, genau. Das ist das richtige Wort. Dann haben wir beispielsweise Flanschen nach Zeichnung, die wirklich. Die Norm sind. Was weiß ich, Flansche oder Flansche mit einer abgekanteten Seite oder mit einer abgeschnittenen Seite. Jede Art von Spezialflanschen halt eben. Wo Sie es vielleicht sagen, das ist kein Flansch, das ist für uns ein Uhrwerksflansch oder ein bisschen das oder jenes, aber letztendlich ist es ein Schmiedestück. Und wie man die Bearbeitung dann macht, ob es ein runder Flansch wird oder ein eckiger oder was weiß ich, spielt letztendlich keine Rolle. Das können wir. Genau, wir haben da halt, wir arbeiten da mehrgleisig. Wir haben da zum einen entsprechende Partner in China, die wirklich auch die Kompetenzen haben. Wir haben beispielsweise einen, der jetzt rezertifiziert wird für die KTA, das ist eine kerntechnische Zulassung. Der kann richtig viele tolle Sachen machen. Das ist der einzige Chinese, der mit uns zusammen diese Zulassung erhalten hat vor wie vielen Jahren? Zwei Jahren? Drei Jahre jetzt, genau. Rezertifizierung, also im Februar mit den VGB-Leuten zusammen in China, um ihn zu rezertifizieren, und für uns insofern auch wichtig, hoffentlich für die Zukunft. Wir werden im März in die Türkei gehen, nach Istanbul, wo eine Fachmesse Kerntechnik stattfindet. Die Türkei hat noch vor, einzelne oder ein paar Kraftwerksblöcke kerntechnischer Art zu bauen, und wir sind dazu eingeladen und hoffen, dass wir auch an diesen Aufträgen, an diesem Geschäft partizipieren können zusammen. Entweder alleine, hier mit unserer Zulassung, KTA-Zulassung, oder zusammen mit dem Chinesen oder mit anderen Herstellern. Genau, das ist der eine Bereich. Dann haben wir natürlich, wie du schon erwähnt hast, die eigene Zulassung. Beispielsweise Wärmetauscherplatte, aber auch eine ganz normale TÜV-Zulassung. Das sind natürlich dann so Sachen, die würde man jetzt gar nicht vermuten, Sie als Kunde, dass irgendein Chinese die kann, muss auch mit. Beispielsweise Wärmetauscherplatten, die wir dann in Asien fertigen lassen, das Schmiedestück nach ihren Anforderungen. Entweder dort anschließend bohren lassen, je nach Anforderung, oder hier in Europa, in Deutschland, bohren lassen. Auf jeden Fall, Wärmetauscherplatten gehören zu unserem Geschäft. Es sind im weitesten Sinne auch Flansche, wenn Sie so wollen, aber werden eben als Wärmetauscherplatten bezeichnet für die Rohrbünde. Ja, was haben wir noch? Was jetzt außerhalb des Flanschbereichs ist, sind natürlich Tränenbleche. Haben wir auch mal gemacht, wollte den Kunden unbedingt haben, und wir versuchen dann wirklich richtig Gas zu geben und das dann zu beschaffen. Das waren ganz besondere Anforderungen. Genau. Bei den Tränenblechen, die hatten eine besondere Höhe und mussten hinten flach sein, wenn ich mich erinnere. Ja, das ist genau. Also das sind so Sachen, wir packen ein paar andere Produkte noch rauf. Was wir einfach wollen, wir wollen mit Ihnen darüber ins Gespräch kommen. Wir merken es immer wieder, man redet zu wenig, wir wissen zu wenig, was Sie genau brauchen, wo Sie vielleicht denken, Mensch, wo kriege ich das her? Wir wissen, dass unsere Kunden von uns Flansche brauchen, aber wir wissen nicht, dass Sie auch Spezialitäten haben, die Sie vielleicht im Moment sogar noch in Europa fertigen lassen oder in Deutschland, die aber über China durchaus beschaffbar sein können. Das müssen wir herausfinden. Zum Beispiel jede Art Stutzen, die auch im Chemie- oder Kraftwerksbereich gebraucht werden. Temperaturmessstutzen, Druckmessstutzen, Nipolets, Weldolets, nach Möglichkeit auch Besonderheiten nach Zeichnung. Das wäre das, was wir Ihnen da zusätzlich noch bieten können. Genau, da würden wir uns total freuen, wenn Sie mit uns ins Gespräch kommen, weil man kann dann natürlich ein Paket schnüren. Wir können Produkte dieser Art in Kombination nur in China oder China Deutschland und Deutschland, dann noch in Kombination mit Bahnfracht natürlich zu einem recht interessanten Preis anbieten. Und zu einem relativ kurzen Termin. Und Sie haben dann natürlich eine ganz andere Angebotsgrundlage gegenüber Ihrem Kunden, wenn Ihr Konkurrent in Italien einkauft. Aber und das ist so das, was wir gerne mit Ihnen in den nächsten Gesprächen auch herausfinden. Genau, in den nächsten Gesprächen. Wir
sitzen ja jetzt hier vor Ihnen, Sie schauen uns zu, wir reden, hören aber ja nicht und können nicht erfassen, was Sie darüber gerade im Moment denken. Deshalb ins Gespräch, wir haben uns ja vorgenommen, Sie in diesem Jahr noch mehr zu besuchen. Wir wollen ja nicht auf den Bäcker gehen, aber wir wollen Sie noch mehr besuchen als vorher und gerade über dieses Thema auch nochmal sprechen. Was habt ihr noch für Artikel im Programm? Wir wissen das ja nicht. Von all unseren Kunden kennen wir nicht die Läger und wissen nicht, was sie im Bestand haben oder im Projektgeschäft machen, was auch gar nicht bei Ihnen am Lager liegt, sehen wir nicht. Und das wollen wir von Ihnen erfahren. Was sind Ihre Spezialprodukte, bei denen wir schaffen, wir Ihnen behilflich sein können, dass wir sie schneller, besser, günstiger zur Verfügung stellen? Genau. Also haben wir doch einen guten Vorsatz für 2017. Wir wollen noch mehr, noch besser zuhören, Sie besser verstehen und Sie besser unterstützen. Richtig. Guter Vorsatz, oder? Ja. Ja. Wir wollen in Kontakt mit Ihnen bleiben oder in noch engeren Kontakt mit Ihnen kommen. Genau. Und an dieser Stelle, ich glaube, das reicht, ne? Mit dem Artikel und ja, den schönen Fotos, das reicht. Nennen Sie doch einfach als ein witziges Wort. Ich bezeichne solche Sachen immer Spezialitäten als karierte Maiglöckchen. Ja. Bei uns gibt es sie. Wir können das. Wir sind zwar keine Gärtner, aber wir können. Das eine oder andere haben wir schon gezaubert. Genau, wir können karierte Maiglöckchen. Fordern Sie uns heraus einfach. Ja. Lassen Sie es uns probieren. Und ich glaube, das Beste ist eben, wie gesagt, gucken Sie in den Blogartikel, den Frau Münzer bald ins Netz stellen wird, wo dann etliche Beispielfotos, beispielhafte Fotos von für uns Spezialitäten, für Sie vielleicht normale Dinge, abgebildet sein werden. Und kommen Sie mit Ihren Problemen zu uns. Wir versuchen, die zu lösen. Wir versuchen, die dabei weiterzuhelfen. Genau. Und Planung 2017, Besuche für Januar, Februar sind schon terminiert, aber wir werden auf Sie zukommen und im März geht es dann weiter, vielleicht sogar schon noch ein bisschen im Februar. Und dann können wir miteinander sprechen, aber natürlich auch schon vorher gerne telefonieren. Ja. Ja, ich glaube, das war's. Dann wird es doch kein zweites Video geben. Dann haben wir auch alles in relativer Kürze Ihnen hoffentlich vermittelt, was wir wollen in diesem Jahr, was wir erreichen wollen zusammen mit Ihnen. Helfen Sie uns dabei. Bleiben Sie uns treu und bewogen. Oh ja, danke. Ja. Danke für das grandiose Jahr 2016. Grandios. Ich finde, wir haben sehr gut mit unseren Kunden zusammengearbeitet. Ja. Sie haben uns ihr Vertrauen geschenkt. Ja. Wir durften liefern, wir durften zusammenarbeiten. Wir hatten viele tolle Gespräche, schöne Geschäfte. Alles geht immer noch besser. Natürlich. Aber ich bin dankbar. Das Gleiche schließe ich mich an. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns. Ja, wir sehen uns hier im Video, aber ich hoffe auch persönlich in Kürze. Und dann mehr dazu. Alles klar. Tschüss. Danke. Tschüss.